ihr hier? Seid ihr etwa beurlaubt? Bei Shores Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Steckt ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Er ist ein Freund, hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht... Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Also, was auch immer ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist. Natürlich, nehmt euch, was ihr braucht. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Was? Ein Drache? In Helgen? Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter, von Süden kommend. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Ein Drache. Hier in Himmelsrand. Wenn sich hier ein Drache... Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Kein Problem. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Die Leute regen sich zu Recht darüber auf. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Bis zum nächsten Mal. Sigrid, wir haben Besuch. Solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge. Helgen wurde zu... Hört? Wie seid ihr denn entkommen? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Als euer Freund es mir erzählte, konnte ich es zunächst auch nicht glauben. Bei Maras Gnade! Ein Drache? In Helgen? Aber er könnte ja jeden Augenblick hier sein. Flusswald hat nichts zu befürchten, Schatz. Wenn der Jarl erfährt, was geschehen ist, schickt er sicher Soldaten. Na los, Hadvar. Erzählt weiter. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hadvar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann.
Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt... Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ich vergaß, ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Auf Wiedersehen. Haben gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Still, Kind. Belästigt euren Cousin nicht. Ihr beiden könnt es euch ruhig bequem machen.
Willkommen. Ich bin der Besitzer der Honigbräu-Brauerei. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eins dieser Monster hier gefallen, sind wir bereit. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Die Welt ist verrückt. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Wollt ihr womöglich auf die Jagd gehen? Dann geht aber nicht zum Bruchbeitrag. Bitte, dies ist nicht die Zeit für blinde. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrouf empfängt keine Besucher. Und wer ist das? Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Was ihr dem Jarl sagen wollt,
könnt ihr auch mir sagen. Ich denke gerade nach. Ich will mir anhören, was er zu sagen hat. Flusswald soll auch in Gefahr sein? Alvor? Der Schmied, nicht? Ein verlässlicher Bursche. Der neigt nicht zu Verrücktheiten. Und ihr seid euch sicher, dass Helgen von einem Drachen zerstört wurde? Es war kein außer Rand und Band geratener Überfall der Sturmmäntel? Bei Ismir, Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Der Jarl von dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Verstehen. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irelit, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Hm? Was? Wie? Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Das glaube ich nun wirklich nicht. Ihr findet den Jarl in der großen Halle, wo er vermutlich auf seinem Thron sitzt. Hier im Labor des Zauberers ist er jedenfalls nicht. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit Besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker, vielleicht sogar ein Gelehrter? Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab, Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ödsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ein Schüler der Kunst. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt.
Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Ihr seid ein angehender Schüler? Nun, ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Ich will es einfach ausdrücken, damit ihr es auch versteht. Ich berate den Jarl in magischen Dingen. Wenn das Fürstentum einer magischen Bedrohung ausgesetzt ist, ruft man mich. Hoffentlich sind eure Fragen hiermit beantwortet. Lebt wohl. Das hat momentan Vorrang. Alles, was wir verwenden können, um diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich, bevor es zu spät ist. Oh, und ich dachte, ihr wärt schon auf dem Weg zum Ödsturzhügelgrab. Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für derartige Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste, wie es einst Olaf Einauge tat. Das wäre absolut faszinierend. Wenn ich euch sagte, dass dies eine lästige Frage ist, würdet ihr wohl verstehen, was ich damit ausdrücken will? Solange man mich in Ruhe meiner Forschungsarbeit nachgehen lässt, kümmert es mich nicht, wer die... Aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann und... Natürlich, Jarl Balgruuf. Ihr habt mir einen fähigen Assistenten gefunden. Er wird sich ganz gewiss als äußerst nützlich erweisen. Solltet ihr Was macht ihr denn noch hier? Der Jarl sagte doch, dass die Beschaffung der Steintafel Vorrang genießt. Ihr erinnert euch? Besucht ihr die Drachenfeste um... Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Gut, ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Es ist ein... Ah, vielleicht wollt ihr ja nur wissen, wie ihr dorthin gelangt. Die Einheimischen können euch sicher den Weg weisen, wenn ihr dort seid. Nun, man muss seine Berufsgeheimnisse wahren, nicht wahr? Ich habe meine Quellen. Es überrascht mich nicht, dass ihr nie davon gehört habt. Selbst ich hielt ihn für einen Mythos. Aber jetzt nicht mehr. Der Drachenkrieg hat wirklich stattgefunden, auch wenn wir so gut wie nichts über die eigentlichen Geschehnisse wissen. Vor langer Zeit, in der mythischen Ära, wurden die Drachen in Himmelsrand als Götter verehrt. Viele der gewaltigen Ruinen, die noch immer die Landschaft zieren, wurden als Tempel zu Ehren der Drachen errichtet. Genaueres ist nicht überliefert, doch eines Tages rebellierten die Nord. Nach einem langen und grausamen Krieg stürzten sie ihre Drachenherrscher. Oh nein, natürlich wurden viele getötet. Andere hingegen sollten noch lange leben. Dieser Palast wurde sogar von einem Vorfahren Balgruufs als Gefängnis für einen Drachen errichtet. Daher auch der Name Drachenfeste. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gehört habt, aber Jarl Balgruuf sagt, meine Arbeit genieße Vorrang. Das heißt, ihr solltet längst unterwegs sein.